Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zum Rivale-Match des Jahrtausends. Nee, eigentlich nicht. Becky Lynch gegen Natalya. Toll. Ey, ich mach das immer so perfekt, vor allem wenn ich weiß, da ist ein erstellter Superstar. Dann braucht das halt mal länger. Mal ist gut, ne? The following Diva contest is scheduled for one fall, making her way to the ring from Ireland, Betty Little. You can feel the intensity level inside the arena rising. A beautiful night here in Tampa. I mean, it's no Bermuda, but it's a nice night. Approaching the ring from Calgary, Alberta, Canada, Natalya. Look here, it's Natalya. Yeah, brains, beauty, and brawn. Natalya is awesome in my book. These two have been waiting for this one for quite some time, and to be honest, so have I. Geht schon los und wir haben uns für Becky Lynch entschieden, weil ich der Meinung bin, dass es das Grande Finale beim Samoa Slam geben wird. Das macht die jetzt hier eigentlich die ganze Zeit mit mir. Ja, und da muss man halt nochmal Becky Lynch gewinnen lassen. Hatten die überhaupt schon ein Match? Ich weiß es nicht. Ich glaube zwar, dass Natalya gewonnen hat, aber bin ich mir nicht sicher. So, haben wir jetzt auch mal getroffen. Naja, entstanden ist es ja dadurch, dass Natalya Becky Lynch hinterrücks attackiert hat, als sie ein Tag-Team-Match gegen Charlotte und Dana Brooke hatten. Und Natalya halt dachte, dass Becky Lynch sie attackiert hätte. Dabei ist einfach nur, glaube ich, Dana Brooke zur Seite gegangen und hat sie gegen Natalya geschubst, bloß sie hat sich mitbekommen und hat sich das auch noch nicht nochmal angeschaut so, und hat dann halt die Schnauze voll gehabt, dass jeder ihren Rücken fällt und deswegen geht sie jetzt alleinständig und hat sich erstmal Becky Lynch als Opfer vorgenommen, warum auch immer. Naja, so. Jetzt sind wir halt bei Battleground. Und das ist ein Grund, um dieses Match hier zu bestreiten. Nee, keine Ahnung, es gab voll lange, glaube ich, kein Divas-Match mehr. Das war das letzte, was wir aufgenommen haben. Müsste eigentlich Natalya gegen Charlotte gewesen sein. Naja, zack. Und Tipp, Top, Tipp. Und Sprung. Und Schlag, ja genau, ich treffe aber Hauptsache sie rührt nicht. So, und einen Suplex zeigen, hoffentlich, nee, einen Power Slam, Body Slam, keine Ahnung wie das Ding heißt. So, ein Dropkick, nee, was gibt's? Ein schöner Superkick, nee, wie nennt man das? Roundhouse Kick, so. So, was hat ihr denn so für einen schönen Signature? Habe ich einen in der Ecke? Irish Whip. Nee. Oh, this spells trouble right here. Woo! Bing. So, und als Finisher nur auch ein Suplex. Futura oder so. Kann ich hier umdrehen?
Stay down. Stay down. Look out. That's paralyzing. So. It won't take long to lose the use of that arm. This is such a painful hold. Nein, wir hätten es fast geschafft, Alter. Pin, vielleicht reicht er. Eins, zwei, na klar. She's not just beautiful, she's tough too. Oh, it's tough to beat Natalya. So schnell kann ich nicht reagieren, sorry. Ey, ich habe einen roten Balken jetzt für Natalya, weil ich so sauer auf sie bin, weil sie mich hinterrücks attackiert hat. Gut, dann nicht. Back where it belongs, inside the ring. Nein! Oh gut. Nein! Oh, hey, ich hab sie nicht mehr. Weißt du, da wo ich sie nicht treffe, da rührt sie. Aber wenn ich sie treffe, dann rührt sie es nicht. Oh, dann wehren wir halt nochmal ab und. Schon ist er im roten Bereich. Man kann immer zu diesen Matches immer nicht so viel labern, ey. Aber sorry. Was ist das denn hier? Was macht die denn da? Sprung, Sprung, na, ich hab so viel Spaß. Ich bin der Taylor. Ich bin überall. Gut, kurzer Aussetzer. Schon. Ne? Zack. Okay. She's the daughter of WWE legend Jim the Anvil Neidhart. So you know she's fearless and as tough as they come. How you doing? Before she finds her footing now. Becky, how you doing? Nettie, how you doing? We're looking at complete domination here. Two blacks. Ich will es eigentlich durch diesen komischen Cross-Armbreaker schaffen. Oder eigentlich. Ne, wie heißt denn der nochmal? Backslide? Ne, keine Ahnung. Nein, nein, du bleibst hier. Du bleibst. Hallo? Nein, bleib. Nein! Nein! No, Alter, leck mich doch. Benutze bitte deinen Finisher. Scheiße, tut sie natürlich nicht. Na. Können wir sie einrollen? Na. Ja, können wir. Das ist gut. Na. Eins und zwei und drei und vier und fünf und Becky den Chat gewonnen. Battleground. Da war sie fast davor, kurz davor, fast davor. Ja. Das war die Musik von der Taylor, aber gut. Ich hab schon längst wieder die Musik, Entrance-Musik von Becky Lynch vergessen. Wie ging hier mal? Die hört ihr wahrscheinlich gerade. Ich höre sie nicht. Ich muss sie ja noch einfügen später. Weil dieses Scheißspiel ist einfach nicht von alleine aufnimmt. Naja. Here's your winner, Betty Little. Wie geht ihr denn ab, Alter? Woo, super, sie hat gewonnen. Yeah, Becky Lynch gewinnt. SummerSlam, Runde Finale. Und tschüss. Bis zum nächsten Match.